Master? Jetzt wär's vielleicht besser, wenn du dich von mir verabschieden würdest, Heather. Wenn erstmal jedenfalls. Null E-Mails. Oh, wollte er mir nicht mal schreiben, dass er mich hasst? New Delhi has also been host to the month. Ah, nicht neu. Okay. Sonst noch was, Jack? Get going. Okay. Jetzt geht's ab hier, ey. Jetzt geht's ab. Bin ich ja mal gespannt jetzt hier. Ob ich gleich im Flur attackiert werde. Innerlich grinse ich ja schon eine ganze Stunde vor mich hin hier, was das Spiel jetzt hier so auffährt. Das ist einfach super awesome special. So, würde ich sagen. Wer da komme, der wird sterben. Aber jetzt würde ich sagen, schleichen wir lieber. Schleichen wir noch ein bisschen. Waffen nicht erlaubt? Oh. Weg mit der Fackel, ey. Hab mich gerade schon gewundert. Ich muss mal kurz die Tastenbelegung wechseln. Und zwar das Teil Mahera auf meine Schnelltaste legen. So. Kanalisation kann ich nicht benutzen. Die ist offen. Aber ich kann irgendwie nicht reingehen. Aber ich könnte den Penner da noch aussaugen. Komm mal her hier. Hast zwar nicht viel, aber zwei Blutpunkte sind besser als gar nichts, würde ich sagen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier abgeht. Was sagt denn unser Schleichwert? 7. Wir haben 6 Punkte. Wie könnten wir den noch erhöhen? Auf Heimlichkeit. Nee, können wir nicht. Hör auf zu flackern, Spiel. Hoho. Nosferatu! Alter. Ich bin nicht hier. Wie mache ich jetzt, dass die mich nicht sehen? Alter! Wie mich einfach jeder töten will gerade. Heilige Scheiße, ey. Ich glaube, zum Taxi zu kommen wird schwerer als erwartet. Schauen wir mal. Ah, ist geil gerade, wie die Straßen wie leer gefegt sind. Und die Framerate mal eben nach oben schnellt. Das ist hier so flüssig wie noch nie. Ich schätze mal einfach, weil all die Passanten weg sind und so. Oh nein, selbst die Malkavianer. Die spiele ich, wenn ich das nächste Mal spiele. Ich würde dich ja jetzt killen, aber dich lasse ich leben. Oh oh, ist das hell. Ist das hell hier. Licht, geh aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Still und heimlich. Oh nein, die haben das Ding hier vorgestellt. Oh, ihr Arschlöcher. Okay. Dann nochmal vorbei an der Cheerleaderin. Oder kann ich hier in die Kanalisation einsteigen? Nee, darf ich auch nicht. Wie ich jede Lichtquelle verabscheue, hier komme ich ja auch nicht durch. Ich muss echt den langen Weg nehmen. Ist das geil gerade, ey. Oh, ich liebe dieses Spiel so sehr jetzt. Kann ich mal in die Blutbank rein? Ich habe gerade überlegt, was wäre, wenn wir jetzt nochmal zu Wendell gehen oder so. Denkst du? Und ich frag mich, abgesehen von den Endings, die es gibt, die 5 verschiedene, das weiß ich soweit, die natürlich mit den Fraktionen zu tun haben, ob auch der Spielverlauf hier am Ende sehr signifikant anders sein kann. Wenn man den Prinzen von vornherein in den Arsch kriegt zum Beispiel, ob er dann trotzdem diese Blutjagd auf einen... Oh oh, ich bin so sichtbar. Ausruft oder nicht? Kann ich zu Mercurio gehen? Ich kann echt zu Mercurio gehen. Weil damals Rose oder Rosa, wie sie hieß, meinte, der Einzige, den ich vertrauen kann, ist The Man on the Couch. Mercurio. Always a pleasure. Schade. Wurde da nicht eingebunden, aber... Was hat der denn da? Körperpanzer.
Die meisten Schutzvorrichtungen werden unter der Kleidung getragen. Die extra Portion Sicherheit, heute nicht zu sterben. Ihr Rüstungswert ist 4. Geschick erhält minus 2. Her damit! Krass, dass es nur eine Rüstung gibt. Okay, ich glaube, der Rest. Für die Python. Für die Dingens würde ich gerne noch Munition haben. Cold Anaconda hier. Genau. So. Jetzt haben wir noch eine neue Kleidung dazugekriegt. Sieht die eigentlich anders aus? Als. Die? Nö. Hat nur einen besseren Wert und noch weniger Geschick. Okay. Ihr seht, ich benutze die Schnelltaste für die Kleidung. Darauf hätte ich auch mal früher kommen können. Dann hätte ich nicht immer das ganze Menü benutzen und rausschneiden müssen. So ist das eben bei einem Blinder Bee. Da findet man die nützlichen und vernünftigen Wege erst später raus. Oder bemerkt ihr ewig nicht. Okay, werden wir es zum Taxi schaffen? Es bleibt weiter spannend. Wie das Spiel immer alle Arten von Vampiren in den Reihen der Camarilla auf mich hetzt. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich ins Parkhaus komme. Die Atmosphäre gerade ist einfach unheimlich geil. Da steht eine Ventru und ein... Wie sogar der Sabbat jetzt hier mal eben mit allen Vampiren steht. Denn wenn man stark genug ist, konnte man hier irgendwo die Stangen rausbrechen. Oder die sind sogar schon rausgebrochen. Habe ich schon gemacht. Gut zu wissen, dass ich mich daran erinnert habe. So, Augen offen halten. Die können hier überall stehen. Zum Beispiel da hinten. Ich bin so kacke sichtbar, ey. Na, mal schauen, ob ich lebend ankomme. Crawling in the shadows. Bam. Sorry, Kumpel, aber Bruja sind hier nicht so gern gesehen. In diesem Parkhaus. Ich glaube, dieses... Bam. Ganz ruhig. Dieses Stealth-Kills kann ich jetzt nochmal richtig genießen, weil ich so gefailt habe in dem Hellebrook-Hotel. Wirklich nochmal schön in Ruhe die Leute killen. Solange es einigermaßen sicher ist. Okay. Hinten zum Schrottplatz müssen wir. Wir haben es schon mal durchs Parkhaus geschafft. Schauen wir mal. Da haben die einfach die Gassen zugestellt. Oh Gott, bin ich schon mehr sichtbar. Kein guter Weg. Gehen wir mal weiter da, wo es schattiger ist. Und killen noch ein paar Vampires. Vampires. Die ganze Stadt mal eben leergeräumt wurde. Scheiße, ich muss ja da hinten hin. Okay, dann... Hier lang. Ich hoffe nur, die sehen mich jetzt nicht. Ich meine, das sind nur Vampire. Ich könnte die im Notfall auch alle killen, aber... Lauf. Das ist Taxi. Ich schaffe es. Can't believe it. Aber echt sehr nice. Wie Santa Monica nochmal im ganz anderen... Glanz erstrahlt. Und das steht hier so ganz unauffällig. Oh, ich nehme mal den von der Blutjagd mit. Denn ich bin immer noch der coole Taxifahrer. Where to? Boah, 8 Erfahrungspunkte, ey. Bringen Sie mich verdammt nochmal aus Santa Monica raus. Teufel auch, ich muss hier weg. Was? Was auch immer, fahren Sie einfach. Aha. Wo komme ich jetzt raus, frage ich mich. Weil ich konnte nicht mal ein Ziel auswählen. Es bleibt weiter spannend. Okay. Ich hatte eine scheiß Nacht, kann ich Ihnen sagen. The night has not been kind to you.
wenn Jack nicht wäre. Sagen Sie, wissen Sie etwas über Jack? I only recently made the acquaintance of Mr. Jack. He intrigues me very much. There are so few like him these nights, I think. But then, I only know what I hear from others about the kindred of the city. It sounds as if there are many who seek to sway the children of Cain to their side. Many who believe they shape the destiny of the blood. You work for Prince LaCroix, don't you? Wie kann man ihm nur die, jetzt noch die erste Antwort geben? Und schon glaube ich wieder meine Richtung zu formen mit diesen Antworten. Mit LaCroix war es das für mich. Ich hätte gleich bei Nines bleiben sollen, als er mich gerettet hat. The Anarchs, a curious experiment. But they have lost many battles and more leaders. Their rebellion has already failed in the eyes of many. Do you feel their notions of freedom have any real possibility? Die Anarchen sind irregeführt, aber wenigstens sind sie ehrlich. Die Camarilla ist verdorben. If the Anarchs managed to recapture this city, it would not be long before someone challenged them for it. Conflict is always an eventuality in their life. Could you spend an eternity this way? Absolut. Mr. Übersetzer, ein Buchstabe zu viel. Das dritte ist auch interessant. Ich könnte jederzeit wieder sagen, ich will alleine hier weg. Es erscheint alles so klar gerade. Es ist vielleicht nicht die beste Wahl, aber es ist für mich die beste Wahl. The Anarch Spirit exists within the blood of many. Few, though, are willing to listen to it. Perhaps if a few Ich glaube, ich sammle gerade Punkte, je nachdem, wenn ich mich immer bei den Antworten entscheide. Ich sollte sie nicht im Stich lassen. Nee. Wenn die Anarchen mich hätten, bräuchten sie niemanden sonst. Ja, ich bin halt echt gut. Das hatten wir schon mal. Wahrscheinlich, weil ich noch so zögere. Ich nehme nochmal, es wäre nicht die beste Wahl, aber für mich die beste Wahl. Ich sollte sie nicht im Stich lassen, aber ohne Nines ist das wahrscheinlich zu Ende. I hear there is one left who may be able to revitalize the movement. Maybe, though, it is just a rumor. Tatsächlich? Diese Person würde ich gerne mal kennenlernen. I know where you might find them, but you would have to be ready to commit to the Anarchs' fight for this city. I could just as easily take you downtown to see LaCroix. Wie kann man sich jetzt zu LaCroix bringen lassen, in dieser Situation noch? Also vielleicht gibt es ja eine andere Situation, in der man nicht die Blutjagd auf einen eröffnet, aber so jetzt? Darum ist man noch einfach nur dämlich, wenn man das macht. Nein, der Freistaat muss weiterhin existieren. Bringen Sie mich zu diesem Treffpunkt. If you share the Anarch's passion and would share the burden of such a fire, we will go to meet the last person capable of keeping them together. Wenn es darunter noch Männer gibt wie Nines, schmeißen wir LaCroix und Ming passend zum Sonnenaufgang raus. That is your decision. Ja. That's my decision. Ich denke, ihr wisst mittlerweile, für was ich mich entschieden habe.
Mir fällt sein Name gerade nicht ein, sonst hätte ich ihn jetzt ganz episch gehaucht. Aber ich mache hier erstmal einen kurzen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Oh Mann, ey. Das geht so richtig ab. Jedenfalls sind wir im Hollywood. Egal, bis gleich.